zum Schwimmbad. Wir haben das brandneue Samsung Galaxy S7 Edge, was jetzt komplett wasserdicht ist, dank IP68 Zertifizierung, 1,5 Meter tief. Können wir damit schwimmen gehen? Im Süßwasser. Also bitte nicht im Urlaub dann einfach damit in die Ägäis oder irgendwo hingehen, wo Salzwasser ist. Das bitte nur im Süßwasser benutzen. Chlorwasser, wie wir es hier im Schwimmbad haben, eigentlich auch nicht unbedingt möglich zu benutzen. Aber wie ihr sehen könnt, das Display ist nass. Ich kann es mal ganz kurz anlocken. Mit meinem Finger funktioniert das gerade nicht so wirklich, weil wir sehen können, jetzt ein bisschen verschrumpelt. Deswegen muss ich hier meinen Code eingeben. Das geht aber auch mit nassen Fingern wunderbar. Und dann kann ich hier mit der Kamera wunderbar auch Aufnahmen machen. Also ich kann jetzt sagen, ich möchte 4K-Aufnahme machen, ich möchte Fotos machen. Das geht auch unter Wasser. Ideal. Ich nehme das Ganze jetzt mal einfach auf, wie ihr sehen könnt. Auch wenn ich unter Wasser gehen würde. Ich habe mit der Auslösetaste jetzt eingegeben, dass ich Videos aufnehmen will. Das kann man auch so einstellen, dass es dann entsprechend für Videofunktionen sein soll. Es funktioniert wunderbar mit dem Samsung Galaxy S7 Edge. Mit dem vorherigen, mit dem S6 Edge, das werde ich jetzt nicht unter Wasser tun, dann wird es sofort kaputt gehen. Ich habe es mit dem S6 Plus probiert, nach ein paar Sekunden ist es kaputt gegangen, da sind keine Sichtungen drin. Also hier auf jeden Fall, achtet darauf, dass ihr beim S7 auch oben die Klappe richtig zumacht für die Micro-SD und die SIM-Karte, dann habt ihr kein Problem. Mein Name ist Palaschka, wenn ihr das zugeschaut habt, falls ihr sehen wollt, wie wirklich schöne Aufnahmen das Handy auch macht unter Wasser, in 4K. Schaut in meinem Channel vorbei, da habe ich eine Testaufnahme mit einer netten Assistentin, also auf jeden Fall reinschauen.